Hallo und herzlich willkommen zu diesem Anleitungsvideo zum Thema, wie arbeite ich mit den Videos in diesem Multimedia-Bereich, in dieser Multimedia-Playlist meines Kanals. Und an dieser Stelle sei es also gleich gesagt, es macht in den meisten Fällen wenig Sinn, sich das Video komplett anzuschauen, sondern man sollte die Videos aktiv anhalten und versuchen, das sofort nachzuvollziehen, was hier entsprechend gezeigt wird. Deswegen also folgende Hinweise. Das Video können Sie jederzeit stoppen und starten an dieser Stelle durch einen Klick auf das Video oder auch durch die Leertaste. Sie können in dem Video 5 Sekunden vorspulen mit der Pfeil-Rechts-Taste, Cursor-Taste. Sie sehen das hier unten. Oder auch 5 Sekunden zurück mit der Pfeil-Links-Taste. Zusammen mit der Steuerungstaste sollte das sogar in 10 Sekunden Schritten gehen. Wenn Sie also mal etwas überhört, übersehen haben, einfach nochmal zurückspülen, die Stelle nochmal anschauen, Video anhalten, Video starten. Wenn ich sage, in der Beschreibung darunter sind irgendwelche Links aufgeführt, dann ist das hier unten gemeint. Und hier müsste es jetzt eine Möglichkeit geben, das zu öffnen. Mehr Anzeigen. Hier. Also es gibt dieses Mehr Anzeigen hier unten. Dann öffnet sich die ganze Beschreibung. Und hier ist dann auch der Link. Ich empfehle, auf solche Links mit dem Mausrad zu klicken, nicht mit der linken Maustaste. Dann wird nämlich nicht der Inhalt dieses Fensters ersetzt, sondern es wird dieser Link in einem neuen Tab geöffnet hier oben. Und da sind wir auch schon und können das jetzt nachvollziehen, so wie es hier in der Beschreibung dargestellt wird. Gut, das wäre also die eine Möglichkeit, dann immer hin und her zu springen, Video starten, stoppen, vor- zurückspulen, machen. Oft ist es aber sinnvoll, das Video, insbesondere weil es also doch sehr schlecht zu sehen ist, im Fenstermodus laufen zu lassen, im Vollbildmodus laufen zu lassen. Für den Fall empfiehlt es sich, diesen Tab hier in einem separaten Browserfenster zu haben. Das geht ganz leicht. Sie zeigen hier oben auf den Tab, halten die linke Maustaste gedrückt und ziehen den Tab nach unten. Sie sehen, jetzt ist dieses Fenster hier praktisch separiert. Wir haben zwei verschiedene Anwendungen und mit der Alt-Tabulator-Taste können Sie jetzt zwischen den beiden Fenstern einfach hin und her schalten. Das funktioniert auch, wenn Sie das Video im Vollbild laufen lassen. Sie sehen jetzt hier natürlich nur einen Teil. Am Anfang sieht das Video noch sehr schlimm aus. Wenn man das Video ein Stück lässt man das Video ein Stück laufen und die entsprechenden Daten sind nachgeladen, dann wird das Video wesentlich deutlicher und Sie können also doch wesentlich besser lesen, was hier drauf ursprünglich zu sehen sein sollte. Also Videofenster im Vollbildmodus, übrigens den Vollbildmodus beenden Sie mit der Escape-Taste und wenn Sie das Video im Vollbildmodus haben, auch dann mit Alt-Tabulator zwischen dem Video und der Anwendung, die im Video beschrieben wird, immer hin und her schalten und das entsprechend nachvollziehen, was ich im Video dazu an Hinweisen gebe. Für diejenigen unter Ihnen, die zu Hause an einem Windows 7 PC arbeiten, das klappt hier an der Schule bei uns nicht, die können auch mal die Windows-Taste zusammen mit der Tabulator-Taste, das ist die mit dem Doppelpfeil links außen, die Tabulator-Taste probieren. Da erhält man also dann unter Umständen auch sehr schöne Effekte für das Umschalten zwischen offenen Fenstern, Programmfenstern. Gut, das soll es schon gewesen sein. Kurze Zusammenfassung. Video starten, stoppen, Leertaste. Vor- zurückspulen, umschalten zur Anwendung mit der Alt-Tabulator-Taste. Wieder zurückschalten zum Video und auf diese Art und Weise die Anleitung Schritt für Schritt nachvollziehen. Ich hoffe, das hilft Ihnen besser, mit den Videos zurechtzukommen und auch erfolgreich meine Anleitungen
nachzumachen. In diesem Sinne bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und tschüss.